we have a great deal to cover. Wir müssen noch einiges behandeln. So I'm going to make some points more like dot points. Ich mache einige Punkte, da gehe ich schneller drüber. If they've been taught in detail recently. Wenn sie bereits schon im Detail vor kurzem erst gelehrt wurden. Going to assume everyone's comfortable with how we go to these dates. Ich denke, dass wir jeder damit vertraut sind, wie wir zu diesen Daten kommen. How we identify the symbology of midway. Wie wir die Symbolik des Mitte des Weges identifizieren. How we make application of that from the literal to the spiritual. Wie wir eine Anwendung von dem Buchstäblichen zu dem Geistlichen tätigen. Which is exactly what we're doing now with the civil war. Und das ist genau das, was wir jetzt mit dem Bürgerkrieg machen. It's the beginning of a national crisis. Es ist ein Anfang einer nationalen Krise. This is a period from 61 to 65. Es ist eine Zeitperiode von 1861 bis 65. It all hinges on this midway point. Und es hängt sich alle hier an diesem Mittwegpunkt oder Mittelpunkt auf. Because it's 1863. Denn im Jahre 1863. That takes us to 2014. Welche uns zu 2014 bringt. It's a midway in the Civil War. Es ist ein Mittelpunkt im oder Mitte des Wegespunkt im Bürgerkrieg. It's symbolically midway. Es ist symbolisch gesehen die Mitte des Weges. Between 9/11, which is April 19, zwischen dem 11. September, welches der 19. April ist, and 2019, which is October 22. Und 2019, welches der 22. Oktober darstellt. We'll just first go over this history. Als erstes werden wir über diese Geschichte hier drüber gehen. Not going to read all the quotes. Wir werden nicht alle Zitate lesen. But go through it more like dot points. Aber wir gehen so stichpunkthaltig da durch. Many people within the United States. Viele Menschen innerhalb der USA. Want America declared as a Christian nation. Möchten Gott Amerika als eine christliche Nation deklarieren. They want that written into the Constitution. Sie möchten, dass dies in der Verfassung festgehalten wird. And they want it to be made a public statement. Und sie möchten dies öffentlich aussagen. That movement is resisted. Und dieser Bewegung wird Resistenz entgegengesetzt. By those who understand the separation of church and state. Von denen, die die Trennung zwischen Kirche und Staat verstehen. And in this history in the 1800s. Und in dieser Geschichte im 18. Jahrhundert. Large part of the resistance comes from Adventism. Der Großteil der Resistenz kommt vom Adventismus. Widerstand. But in a time of national crisis. In dieser Zeit der nationalen Krise, the American government begins to give in to this movement. Da fängt die amerikanische Regierung an, dieser Bewegung nachzugeben. In 1861, 1861, there is a petition, da gibt es hier eine Petition from a pastor, von einem Pastor, for a religious phrase, der hier eine Idee über einen religiösen Satz hat. To be placed on American currency. Dieser religiöse Satz soll auf die amerikanische Währung draufgedruckt werden. And because it's a crisis, und weil es eine Krise ist, this same petition, which had been made before, diese gleiche Petition, die bereits schon vorher mal getätigt wurde, suddenly has many sympathizers within the American government. Hat auf einmal viele Sympathisanten in der Regierung der Vereinigten Staaten. And in 1863, und im Jahre 1863, Congress accepts the phrase, tut der Kongress diesen Satz nun sagen, es ist okay. In God we trust. Und zwar dieser Satz, in Gott vertrauen wir, in God we trust. They decide that's the phrase they're going to stamp on their currency. Und sie entscheiden sich hier, dass das dieser Satz ist, den sie auf ihrer Währung haben wollen. In 1864, im Jahre 1864, they begin that stamping process. Da fangen sie an, diesen Prägungsprozess. In 1865, im Jahre 1865, there's a law by Congress, gibt es ein weiteres Gesetz vom Kongress, making this phrase, welche diesen Satz, to be placed on all that new money that they were here creating. Welches jetzt heißt, wo dass dieser Satz auf jedes Währungsstück oder Währungsschein gedruckt werden soll. So this is how the phrase in God we trust. Das ist also wie dieser Satz in Gott vertrauen wir. Became part of American life. Nun Teil von dem amerikanischen Leben. Wird. Something we're very accustomed to today. Und heute sind wir dem Ganzen sehr vertraut oder haben uns daran gewöhnt.
Just prior to 1863, kurz vor 1863, as the North and South battled, während der Norden und der Süden miteinander kämpfen, Northern Republicans, Southern Democrats, die Norden sind die Republikaner, Süden die Demokraten, the Democrats are winning. Da sind die Demokraten dabei zu gewinnen. The South is winning. Der Süden ist am Gewinnen. Until 1863, bis 1863, in the Battle of Gettysburg, und an der Schlacht von Gettysburg. Perhaps the most famous battle of the Civil War. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Schlacht des Bürgerkrieges. And it was the turning point of the Civil War. Und es war dieser Wendepunkt in dem Bürgerkrieg, where the North began to win and the South lose. Wo der Norden dann anfing zu gewinnen und der Süden anfing zu verlieren. Or the Republicans begin to win and the Democrats begin to lose. Oder wo die Republikaner anfingen zu gewinnen und die Demokraten anfingen zu verlieren. At this Gettysburg Address, an der Rede von Gettysburg, Abraham Lincoln introduced a new phrase, under God. Tut Abraham Lincoln jetzt einen neuen Satz einführen, nämlich der eine unter Gott. Which now incorporated into the Pledge of Allegiance, welches jetzt in diesem amerikanischen Schwur mit einbezogen wird. It's just another phrase that we associate with America. Es ist einfach nur ein weiterer Satz, den wir mit Amerika in Verbindung bringen. And perhaps content to think that was there from the beginning. Und wir tendieren dazu, vielleicht zu denken, dass dies schon immer da war. But America has existed for a long time before these phrases are actually accepted. Aber Amerika existierte bereits schon lange vorher, bis überhaupt diese Sätze aufkommen. It's only a national crisis that brings this about. Es sind nationale Krisen, die diese Dinge hier passieren lässt. One last event in 1863. Ein weiteres letztes Ereignis im Jahre 1863. A movement forms, eine Bewegung wird hier geformt, known as the National Reform Movement. Die bekannt wird als die nationale Reformbewegung. This national reform movement, und es ist diese nationale Reformbewegung, that Jones and others, die Jones und andere, are fighting all through really the next 30-40 years. Die in den nächsten 30-40 Jahren gegen diese Bewegung angehen und sie bekämpfen. I want to read a quote about why they formed. Und ich möchte hier ein Zitat lesen, warum sie dagegen angegangen sind. Early in 1863, the North was losing that civil war. Anfang 1863 fing der Norden an, hat der Norden den Krieg fing an zu verlieren. And the North concluded that was because of divine judgment. Und der Norden kam zu der Schlussfolgerung, dass das so war wegen göttliches Gerichts. So in 1863, also im Jahre 1863, a group of Protestant leaders, eine Gruppe von protestantischen Leitern, clergymen from 11 denominations, Pastoren oder Klerusse von 11 Denominationen, met in Ohio, sind in Ohio zusammengekommen. What they were searching for, und wofür sie gesucht haben, are answers, waren Antworten. Because God is angry, denn Gott ist zornig. God is judging them, und Gott tut sie richten. How do they appease his anger? Und wie tun sie ihn jetzt friedlich stellen? According to their spokesman, ihre Sprecher, God was angry with them, meinten, dass ihr Gott jetzt mit ihnen zornig wäre, because the government did not recognize God's authority, weil ihre Regierung Gottes Autorität nicht anerkannt hatte, or enforce his moral law, oder sein moralisches Gesetz durchgesetzt hatten. And even after they had won the war, und auch obwohl sie den Krieg dann gewannen, they held on to this conviction, so hatten sie doch an dieser Überzeugung festgehalten, that if they didn't appease God, dass wenn sie Gott nicht friedlich stellen würden, by the government recognition of him, indem die Regierung ihn anerkennen würde, and the enforcement of morality, und indem sie die Moralität durchdrücken würden, God will continue to judge their nation. Dann würde Gott weiterhin ihre Nation richten. Something bad will happen. Und etwas Schlechtes würde passieren. So at this point, an diesem Punkt jetzt, they form a movement. Tun sie eine Bewegung kreieren. But it's not till 1864, aber es ist erst im Jahre 1864, that they're officially formed, dass sie offiziell formieren.
When we talk about 1863, und wenn wir über 1863 sprechen, but we also talk about 1888, aber wir sprechen auch über 1888 and 1893, und 1893, those later issues between church and state, und diese späteren Probleme zwischen Kirche und Staat, stemmed from this movement in 1863, kommen alle von dieser Bewegung 1863. And that fear they're holding on to because of the Civil War. Und diese Furcht, die an der sie festhalten aufgrund dieses Bürgerkrieges. So at this point in time, also an diesem Punkt, Zeitpunkt jetzt, the Civil War, dieser Bürgerkrieg, you have two streams of information. Hat man zwei Informationsströme. You have one stream, man hat einen Strom, the National Reform Movement. Nämlich die nationale Reformbewegung. And they're saying, und sie sagen, angry God, es ist ein zorniger Gott. You could say, man könnte auch sagen, the country is being judged, dass das Land gerichtet wird, because its cup is full, weil der Kelch voll ist. And what's in the cup? Und was ist in diesem Kelch? Their sin, ihre Sünden. Their sin, der Sünden. Is that the government has not recognized God, und ihre Sünden sind, dass die Regierung Gott nicht anerkannt hat. It separated church and state, und es hat nämlich Kirche und Staat voneinander getrennt. They haven't enforced, und sie haben the moral law, diese Morale, das moralische Gesetz nicht durchgesetzt. That's the their logical conclusion. Und das ist ihre logische Schlussfolgerung. Then there's another stream. So, da gibt es dann jetzt einen weiteren Strom. Ellen White. Nämlich Ellen White. And what does she say? Und was sagt sie? She says. Sie sagt. If I was to quote her. Wenn ich sie jetzt hier zitiere. God is angry. Gott ist ärgerlich. He is judging America. Und er tut Amerika richten. He's particularly angry at the churches. Und er ist im Speziellen besonders den Kirchen gegenüber zornig. So the churches are meeting. Also die Kirchen treffen sich nun. Thinking that their God is angry at the nation. Und sie denken, dass Gott zornig ist auf die Regierung, they Nation. They don't realize God's not angry at those immoral people in the government. Aber sie realisieren nicht, dass Gott nicht zornig über diese unmoralischen Menschen in der Regierung sind, he's angry with them, sondern er ist zornig mit ihnen, because weil, they've engaged in the terrible merchandise, weil sie in diesen schlimmen Handel eingegangen sind, of buying and selling people, indem sie Menschen gekauft und verkauft haben. She says, sie sagt, God's anger, Gottes Zorn, will not cease, wird nicht aufhören, until he has caused the land of light. Till he has caused the land of light. Bis er das Licht könnt ihr. To drink the last drops of the cup of his fury. Bis er das Land des Lichtes den Kelch seines Zornes getrunken haben. So there is a cup. Also da gibt es einen Kelch. You only drink it when it's full. Aber man tut es nur trinken, wenn es voll ist. So it's full. Also es ist voll. America is going to drink it. Und Amerika muss es jetzt trinken. And it's going to be bitter. Und es wird bitter sein. So she recognizes, also sie erkennt, America is under judgment, dass Amerika unter Gericht steht. But she says, aber sie sagt, that God isn't angry at the church state separation, dass Gott nicht hier zornig ist, weil die Kirche und der Staat getrennt sind, or the fact people are breaking the moral law, oder dass die den Fakt, dass Menschen das moralische Gesetz brechen. God is angry at the churches, sondern Gott ist jetzt zornig gegenüber den Menschen. And he's angry because of slavery. Und er ist zornig wegen der Sklaverei. Two streams of information. Zwei Informationsströme. Ulai and Ahithophel. Der Ulai und der Ahithophel. To what degree? In zu welchem Grad hin? Are the Protestant leaders correct? Sind die protestantischen Leiter korrekt? Zero. Null. They're not correct. Sie sind nicht korrekt. Not on any level in any way. Nicht auf irgendeiner Ebene. I think we can recognize that. Und ich denke, wir können das erkennen. Not just here, but because of their later work. Nicht nur hier, sondern auch für ihre späteren Werke, die sie rausbringen. I want to remind us. Ich möchte uns daran erinnern. Of something that A.T. Jones said. Von etwas oder über etwas, das A.T. Jones gesagt hat. He said a lot of good things. Er hat viele gute Dinge gesagt. But one thing he said that I liked the most. Aber eine der Sachen, die er gesagt hat, was ich am meisten mag. This is 1863. Ist das hier, ist 1863? If you were to go to 1888 history. Wenn man zu der Geschichte von 1888 gehen würde. And you have two streams of information. Und man zwei Informationsströme hat. One is Jones. Dann ist einer Jones. One is the National Reform Movement. Und der andere ist die Nationalreform.
nationale Reformbewegung? What is the national reform movement saying? Und was ist die national, was sagt die nationale Reformbewegung? We have this false separation between church and state and we need to enforce the moral law. Wir haben diese falsche Trennung von Kirche und Staat und wir müssen dieses moralische Gesetz durchsetzen. And they're going to enforce that by calling for the enforcement of Sunday keeping. Und sie werden das jetzt versuchen durchzusetzen, indem sie versuchen, das Halten des Sonntags durchzusetzen. Shops don't open on Sunday. Die Geschäfte werden am Sonntag nicht geöffnet. And Jones fights them on that issue. Und Jones geht ihn kämpft sie auf diesem Gebiet an. I think we can very easily have the wrong perspective of this. Ich denke, wir können sehr schnell die falsche Perspektive über das hier haben. Because we talk about Sunday law. Denn wenn wir über das Sonntagsgesetz reden, like the issue has anything to do with it being Sunday. Dann mit der Thematik, dass es irgendwas hier mit dem Sonntags zu tun hat. A.T. Jones says. A.T. Jones sagt. If you were trying to enforce Sabbath. Wenn ihr versuchen würdet, den Sabbat hier zu erzwingen, so let's change this. Also lasst uns das hier ändern. Now this movement, jetzt da wäre eine Bewegung, says to the government, sagt zu der Regierung, it would be helpful if you made a statement. Wir wären ganz glücklich darüber, wenn ihr eine Aussage tätigt. You just need to say, ihr müsst einfach nur sagen, Saturday is God's Sabbath. Dass der Sabbat Gottes Sabbat ist. Just recognize that. Tut das einfach nur anerkennen. And then say, und dann sagt, businesses should not open on the Sabbath day. Dass die Geschäfte an diesem Tag nicht, an dem Sabbattag nicht öffnen sollten. Now the national reform movement. Nun diese nationale Reformbewegung. If we switch this, also wenn wir das jetzt hier wechseln, is calling for the government to recognize the true Sabbath. Ist tut also wenn wir das jetzt hier gewechselt haben, dann tut diese Bewegung die Regierung für den die Anerkennung des wahren Sabbats anfangen. Saying just state it, just accept it. Also tut es einfach nur aussagen, tut es einfach nur akzeptieren. And then we should encourage. Und dann sollten wir ermutigen. People not to break the Sabbath. Dazu sollten wir Menschen dazu ermutigen, den Menschen nicht den Sabbat nicht zu brechen. Because if our nation kept the Sabbath and the Ten Commandments, surely we would be blessed. Denn wenn unsere Nation den Sabbat und die Gebote halten würde, dann würde unsere Nation gesegnet werden. And Jones says. Und Jones sagt. I don't care about the day. Ich mich kümmert es nicht um den Tag. He says the minority is to be protected. Er sagt, die Minderheiten müssen hier beschützt werden. He says. Er sagt, it's about freedom. Es geht hier um Freiheit. It's about separating from the state. Es geht hier um die Trennung vom Staat. We could say church. Und von der Kirche. I want to say morality. Wir könnten Kirche sagen, aber ich sage hier Moral, die Moral. Separate the state. Also tut den Staat. From those moral issues held by the church. Von den moralen Einstellungen der Kirche trennen. This is easy to see, I think. Ich denke, das ist sehr einfach zu sehen. Till you say there's twin institutions. Bis man dann sagt, dass es da Zwillingsinstitutionen gibt. Established in Eden. Die in Eden eingeführt wurden. The Sabbath and marriage. Der Sabbat und die Ehe. All of a sudden, when we talk about marriage. Auf einmal, wenn wir über die Ehe sprechen. We're not here. Sind wir nicht hier? We're here. Dann sind wir hier. Adventism. Der Adventismus. Is now on the national reform movement side. Ist nun auf der Seite der nationalen Reformbewegung. Of the twin issue of the Sabbath. Also über die Zwillingsthematik den Sabbat. And our message and methodology is all about consistency. Und auch unsere Botschaft und seine Methode geht immer um die Beständigkeit. So if the government, also wenn die Regierung, should say, I don't care about the Ten Commandments, worship on any day you like or don't worship at all. Wenn die Regierung sagt, mich kümmert es nicht um den Sabbat, tut einfach an dem Tag anbeten, den ihr wollt oder gar nicht. The government also has to say, dann muss die Regierung auch sagen, I don't care who you marry. Es ist egal, wen du heiratest. I don't care if they're male or female. Es ist egal, ob die männlich oder weiblich sind. I don't care if it violates biblical principle. Es ist mir egal, ob es die Prinzipien von anderen Menschen übertritt. Let a man marry a man. Lass einen Mann heiraten. Or a woman a woman. Und eine Frau eine Frau. Or oder just live together. Oder lebt einfach nur zusammen. Don't get married at all. Oder
werde gar nicht verheiratet. We're going to treat the Sabbath that way, also wenn wir den Sabbat so behandeln, we have to treat marriage that way, dann müssen wir auch die Ehe so behandeln, to be consistent, um beständig zu sein. We need to remember, wir müssen uns daran erinnern, it has nothing to do with the fact that they're enforcing Sunday. Es geht gar nicht darum, dass sie den Sonntag hier durchdrücken wollen. That's irrelevant. Das ist irrelevant. If they're trying to enforce the truth, wenn sie die Wahrheit versuchen durchzudrücken, the sin is just as great. So ist die Sünde doch dennoch genauso groß. So from 1863 all these issues about Sunday arise. Also von 1863 an fangen dann diese ganzen Probleme über den Sonntag aufzukommen. That we see particularly in 1888 and 1893. Die wir speziell im Jahre 1888 und 93 sehen können. 1865. The Civil War ends. Da kommt der Bürgerkrieg zu einem Ende. This is all built. Das hier wird alles gebaut. From 1863 to 2014. Das baut sich alles auf von 1863 bis 2014. Based on the 151. Basierend auf der Zahl der 151. And the midway points. Und diesen Mittpunkten. But if we want a 151 to 2019. Aber wenn ich eine 151 nehme, die bis 2019 reicht, we take it from 1868. Dann fangen wir diese von 1868 an. So once 1865 takes us to 2019. Also 1865 kann uns zu 2019 bringen. Based on the principles of midway. Auf dem Prinzip der Mittpunkte. But 1868 takes us to the same point. Aber 1868 bringt uns zu dem gleichen Punkt. Based on the 151. Basierend auf der Zahl der 151. And in 1868 they amend the constitution. In 1868, da tun sie die Verfassung verändern. They put into the US Constitution, sie tun hier in diese Verfassung der Vereinigten Staaten, when it comes to voting rights, wenn es hier um Wahlrecht geht, male pronouns. Hier tun sie männliche Pronomen hinzufügen. They begin to specify, sie fangen hier an, for the first time, für das erste Mal spezifisch zu werden, that only men have voting rights, dass nur die Männer das Wahlrecht haben. Before that, it had never been stated. Davor wurde das nie ausgesagt. There had been no clear distinction between the rights of men and women. Da gab es keine deutlichen Unterschiede zwischen den Rechten der Frauen und der Männer. This is all based on the 151 and the Civil War. Also das passiert alles auf der Zahl der 151 und dem Bürgerkrieg. A national crisis. Eine nationale Krise. I want to go to another crisis. Ich möchte zu einer weiteren Krise kriegen. Based on the 63. Basierend auf der 63. That takes us. Ja, Zahl der 63. Das bringt uns to the 1950s. Zu den 1950ern. 1951. 1951. 1951 is a midway point, ist ein Mittelpunkt in one block of history, in einem Geschichtsblock from 1948 von 1948 an to 1954 bis 1954. And I know we're moving quickly. Und ich weiß, dass wir hier sehr schnell vorangehen. I would encourage you to go and watch some presentations in France. Und ich würde euch dazu ermutigen, zurückzugehen und ein paar Vorträge von der Schule in Frankreich anzuschauen. If it's too fast for you. Falls es hier zu schnell für euch ist. 1948. 1948. We're in a national crisis. Sind wir uns wieder in einer nationalen Krise. This is the escalation of the Cold War. Das hier ist die Eskalation des Kalten Krieges. It's just heating up here. Hier fängt es gerade an. America is waking up to what the Soviet Union is doing. Und Amerika fängt hier an aufzuwachen über die Dinge, die die Sowjetunion tut. In 1949. The Soviet Union develops nuclear weapons. Hat die Sowjetunion Atomwaffen kreiert. And then this becomes a much greater threat. Oder entwickelt und sie werden somit zu einer viel größeren Bedrohung. I'm going to paraphrase from some news articles. Ich werde hier einfach ein paar Auszüge aus Zeitungsartikeln erwähnen. One good article to read. Ein richtig guter Artikel, den man gut lesen kann, ist It's called The Christian Nation Since When.
bedeutet oder hat den Titel Eine christliche Nation seit wann? By the New York Times. Und der kommt von der New York Times. It explains how some of this history, some events lead up to this history. Und es erklärt, wie einige oder erklärt einige Ereignisse, die in dieser Geschichte, ja, die zu dieser Geschichte passen. So there's again a national crisis. Also wiederum eine nationale Krise. Now you have the leadership come together again. Nun hat man wieder, dass die Leiterschaft zusammenkommt. In the civil war. In diesem Bürgerkrieg. The North wants to make the distinction that God is on their side, not on the side of the South. Möchte der Norden einen Unterschied hier machen und aufzeigen, dass Gott auf ihrer Seite ist, nicht nur auf der Seite des Südens. In the Cold War. Im Kalten Krieg. America wants to make the statement God is on their side and is against the Soviet Union. Möchte Amerika nun die Aussage tätigen, dass Gott auf ihrer Seite ist und nicht auf der Seite der Sowjetunion. So they make the suggestion. Also machen sie den Vorschlag, that under God, dass unter Gott, should be added to the Pledge of Allegiance. Zu diesem amerikanischen Schwur hinzugefügt werden sollte. The moment it was just a one organization. Also dieser Moment, wo es einfach nur eine Organisation war. Sons and daughters of the American Revolution. Und zwar die Söhne und Töchter der amerikanischen Revolution. In 1951. Another association takes this phrase. Tut eine weitere Organisation diesen Satz aufnehmen. And wants to introduce it into the pledge. Und soon. Introduce. They do it. They want to. Okay, sie möchten diesen Satz in diesen amerikanischen Treueschwur mit einfließen lassen. They introduce it into the pledge in their institutions. Und sie tun in ihren Institutionen diesen Satz in diesen Treueschwur einfließen lassen. This is the Knights of Columbus. Und das hier sind sozusagen die Ritter von Columbus. Diese Organisation heißt so. Quoting. Also hier zitieren wir. Im Jahre 1951. The Knights of Columbus. Die Ritter von Columbus. Began introducing the words under God. Fingen an, dass sie die Wörter unter Gott. In the Pledge of Allegiance. In diesen amerikanischen Treueschwur einfügen. Over the next 2 years. Innerhalb der nächsten 2 Jahre. The idea spread through that organization nationwide. Verbreitete sich diese Idee über in der ganzen Organisation auf der in der ganzen Nation. They adopted a resolution. Sie fingen an hier resolution. Conclusion. Okay, sie fingen an hier eine Schlussfolgerung einzubeziehen oder ja auszusagen. They made a statement. Sie haben hier eine Aussage getätigt. Urging that this change be made universal. Dass diese Veränderung universal übernommen werden sollte. And they sent this petition. Und sie nehmen diese Petition to the President of the United States and the Vice President. Und sie bringen sie zu dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. So they begin campaigning. Also sie fangen ihre Kampagne hier sozusagen an. That this policy, dass diese Politik would be adopted nationwide. Nationweit angenommen würde. Support begins to swell for this endeavor. Und die Unterstützung dafür fing an anzuschwellen. The last successful push. Erfolgreiche Push was in 1954. Erfolgreiche Push dafür war in 1954. When President Eisenhower. Wo der Präsident Eisenhower. His attending a church service. Er nimmt an einem Kirchengottesdienst an. On the anniversary of the Gettysburg Address. Und zwar on Abraham Lincoln's birthday. Und zwar an dem Geburtstag von Abraham Lincoln. And he's sitting in Lincoln's pew at Lincoln's church. Und er sitzt in der Kirche von Lincoln in seinem Stuhl. On Lincoln's birthday. An Lincolns seinen Geburtstag. Hearing a sermon. Und er hört der Predigt zu. Based upon the Gettysburg Address. Die sich auf die Rede von Gettysburg bezieht. And the pastor is urging. Und der Pastor tut hier seinen Punkt betonen. That the Pledge of Allegiance is faulty. Dass dieser Treuschwur falsch wäre, dieser amerikanische Treuschwur. Because it's missing a vital part of American life. Denn tut einen wichtigen amerikanischen Lebenspunkt missen, ist nicht beinhaltet darin. Which is a recognition that the United States is under the authority of God. Welcher folgende ist, dass die Anerkennung, dass Amerika eine Nation unter Gott ist.
President Eisenhower accepts this sermon. Und Präsident Eisenhower akzeptiert diese Predigt. He passes it through Congress. Und er tut es in den Kongress da ja durchziehen. And on June 14 of 1954. Und am 12. Juni 1954. Eisenhower makes the statement. Macht Eisenhower folgende Aussage. From today forward. Von diesem Tag an. Millions of our school children. Millionen von unseren Schulkindern. Will every day proclaim. Werden jeden Tag. In every city and town. In jeder Stadt, in jedem Dorf. Through the whole country. Im ganzen Land. The dedication of our nation. Erklären, dass unsere Nation untergeben ist oder hingegeben ist. And our people. Und uns auch unsere Menschen. To the Almighty God. Und zwar sie geben sich dem Allmächtigen sozusagen hin. In this way. Auf diese Art und Weise. We're making another affirmation. Werden wir eine weitere Bestätigung machen oder Versuch machen, of the supremacy of religious faith. Nämlich die Überhand oder dass die Religion wichtig ist und als erstes steht. In America's past and in America's future. In Amerikas Vergangenheit und aber auch in seiner Zukunft. In this way we will strengthen our most powerful weapons. In dieser Art und Weise werden wir unsere kräftigsten Waffen stärken. Our spiritual weapons. Nämlich unsere geistlichen Waffen. In peace or in war. Nämlich im Frieden und im Krieg. It's a strong statement. Es ist ein sehr eine starke Aussage hier. Millions of children every day. Millionen von Kindern jeden Tag. Being forced to recognize. Wir sind dazu gezwungen, anzuerkennen. That the country's past and future, dass die Vergangenheit und die Zukunft dieses Landes, is a version of the United States, ist eine Version der von Amerika ist, defined as this Christian nation, die dargestellt wird, dass es eine christliche Nation ist, under the authority of God, unter der Autorität von Gott. So it's officially hier in 1954. Also es ist offiziell hier im Jahre 1954. Added to the Pledge of Allegiance. Hier wird es dem Treueschwur beigefügt. There's even recent cases. Sogar vor kurzem gab es gewisse Fälle, where school children rebel, wo Schulkinder dagegen rebellieren, against reciting that, gegen, dass sie diesen Treueschwur in der Art und Weise aufsagen, because of their own religious convictions, wegen ihren eigenen religiösen Überzeugungen, or lack of religious convictions, oder eben weil sie keine religiösen Überzeugungen haben, and they're punished, und sie werden dafür bestraft. In October of 1954, im Oktober von 1954, the Knights of Columbus are rewarded, werden nun die Ritter von Columbus jetzt belohnt, for bringing about this change to the Pledge of Allegiance, dass sie hier diese Veränderung an diesem Treueschwur vorgenommen haben. Quoting, hier zitieren wir jetzt. This phrase was introduced, dieser Satz wurde eingeführt, as part of a battle, als Teil einer Schlacht, between godless communism and God-fearing America, zwischen dem gottlosen Kommunismus und dem gottfürchtigen Amerika. History professor, der historische Professor Frank Lambert, Franklin Landert, says it was in the environment of the Cold War. Er sagt, es war in dieser Umgebung in dieser Stimmung des Kalten Krieges. The Congress made another decision. Dass der Kongress eine weitere Entscheidung tätigte. That decision. Und diese Entscheidung is 1956. Ist im Jahre 1956. 1956. Ist 63 Jahre. To 2019. Bis 2019. Congress decides here. Hier entscheidet sich der Kongress dafür, to change the national motto, das nationale Motto zu verändern. The national motto, das nationale Motto, had been a secular Latin phrase, war ein weltlicher lateinischer Satz. E pluribus unum. E pluribus unum. They got rid of that. Haben das zur Seite geschoben. For in favor of in God we trust. Und haben jetzt in Gott vertrauen wir eingefügt. This Latin phrase. Dieser lateinische Satz. All it means. Alles was es bedeutet. Is out of many one. Das einfach nur sagt aus vielen eins. Many people. Viele Menschen. Many states. Also viele Menschen, viele Staaten. But unity. Aber Einheit. It's a perfect phrase. Es ist ein perfekter Satz. You can have many religions. Man kann viele Religionen haben. Many races. Viele Rassen. Many different ethnicities. Viele verschiedene Herkünfte.
all one nation. Aber alle eine Nation. What they're doing? Und was sie tun? They're redefining. Sie tun neu definieren. What the nation is. Sie tun die Nation und was sie ist neu definieren. Now it's not many religions. Jetzt sind es nicht mehr viele Religionen. Or beliefs in freedom. Oder Glaube in Freiheit. Now they're saying, if you want to be American. Nun sagen sie, wenn du jetzt Amerika, you have to fit in this box. Wenn du Amerikaner sein willst, dann musst du in diese Box hier passen. Because to be American, denn um Amerikaner zu sein, first of all in this history, als erstes hier in dieser Geschichte, the Cold War, die Geschichte des Kalten Krieges, you have to be capitalist. Dann musst du Kapitalist sein. You have to recognize God. Man muss Gott anerkennen. You have to see the nation as being under God. Man muss anerkennen, dass die Nation unter Gott ist. You have to recite that every day if you're in school. Und man muss, wenn man in der Schule ist, das jeden Tag anerkennen. And recognize the national motto. Und man muss auch das nationale Motto anerkennen. It's all about trust in a deity. Es geht hier alles um dieses Vertrauen in die Göttlichkeit oder an einen Gott. I want to make a point. Ich möchte einen Punkt machen. In this history, in dieser Geschichte hier, you have two streams of information. Hat man zwei Informationsströme. Ellen White, and the National Reform Movement. Und die nationale Reformbewegung. Not just her. Nicht nur sie. You have Jones. Man hat auch Jones. All these other people. Oder diese ganzen anderen Menschen. Fighting against this incorrect definition, die gegen diese inkorrekte Definition angehen und gegen sie kämpfen. Of the nation, Definition der Nation. This is explanation of God's judgment. Und das ist die Erklärung über das Gericht Gottes. Who's protesting in this history? Wer protestiert denn in dieser Geschichte? The problem is, das Problem ist, by the time we get to this history, wenn wir zu dieser Geschichte dann kommen, where is Adventism? Wo ist der Adventismus? Adventism is dead. Der Adventismus ist sozusagen schon tot. They're silent. Sie sind stumm. They have no message. Sie haben keine Botschaft. They do not protest. Sie tun nicht protestieren. So here we have protest. Hier sehen wir den Protest. Coming from God's people. Wie er von Gottes Volk kommt. You don't find them here. Hier findet man das nicht an. You will not hear their voice here. Und auch hier wird man dann ihre Stimme nicht hören. In our history. In unserer Zeit. In fact. Sogar. We've been gravitating this way. Gravitating. Like gravity, like a magnet. Ah, okay. Wir sind dem hier so lang gefolgt. 1948. Another organization forms. Kommt eine neue Organisation auf. So you have the churches. Man hat jetzt hier die Kirchen. The churches are saying. Und die Kirchen sagen. We're a Christian nation. Wir sind eine christliche Nation. Can't separate church and state. Und wir können den Staat und die Kirche nicht voneinander trennen. And we'll look at this history. Und wir werden diese Geschichte hier betrachten. They're also trying to see the enforcement of a moral law. Und sie versuchen auch hier die Durchsetzung des moralischen Gesetzes zu vollziehen. They're making the same argument. Und sie machen hier das gleiche Argument. You want to save the nation from a civil war? Wenn man eine Nation vor einem Bürgerkrieg sichern möchte, you appease God this way. Dann tut man Gott in dieser Art und Weise befriedigen. If you want to save America from the threat of a nuclear attack, wenn man Amerika vor einer Atomattacke schützen will, you save the nation this way. Dann tut man die Nation in dieser Art und Weise sichern. The mentality has never changed. Die Mentalität hat sich niemals geändert. But aber who's protesting them? Aber wer protestiert ihnen? There's another stream. Es gibt einen weiteren Strom. An organization. Eine weitere Organisation. Called Americans United. American United, also Vereinte Amerikaner heißt. For the separation. Für die Trennung. Of church and state. Von Kirche und Staat. They form. Sie formen. In 1948. Oder sie kommen zusammen im Jahre 1948, bilden sich da. Right when Ellen White is protesting, they begin to protest. Genau, wenn Ellen White anfängt zu protestieren, fangen sie auch an zu protestieren. When Adventism dies. Wenn der Adventismus stirbt. When they have no message. Wo sie keine Botschaft mehr haben. The stones will cry out. Dann werden die Steine ausrufen. And the stones started crying in 1948. Und die Steine fingen an zu rufen im Jahre 1948. Now in 1893.
1893, which we also take to 2019, welche wir auch mit 2019 verbinden können. Adventism had formed an organization. Hatte Adventismus eine Organisation geformt. That organization, und diese Organisation, was the International Religious Liberty Association. War die internationale religiöse Freiheit Organisation. In 1893, it's doing a good work. Tut diese ein gutes Werk. Protesting church and state. Und sie protestieren gegen die Verbindung von Kirche und Staat. Which gives you an indication of what God has wanted His people to do this year. Welches uns ein wenig Einblick gibt von dem, was Gott sich gewünscht hat von seiner Gemeinde, was es dieses Jahr tut. This is a characteristic of 1893 already under fulfillment. Das ist eine Charaktereigenschaft von 1893, die wir bereits gerade erfüllen. As this movement protests. Welche, wie wir sehen, wie diese Bewegung dagegen angeht und protestiert. But this association, aber diese Organisation, what happened to it? Was ist mit ihr passiert? Adventism lost control of it. Der Adventismus hat die Kontrolle darüber verloren. They gave it up. Und sie haben es aufgegeben. It still exists today. Und es ist, existiert heute immer noch. It's possibly the largest religious liberty association in the world. Es ist wahrscheinlich die größte internationale religiöse Freiheit-Organisation weltweit. They counsel the UN. Und sie tun sogar der UN zur Seite stehen, sie beraten. You go to their publications. Und man geht zu ihren Publikationen. And look for any word of protest. Und schaut nach irgendeinem Wort des Protestes. You won't find them. Man wird sie dort nicht antreffen. I read one article from 2010. Ich habe einen Artikel vom Jahre 2010 gelesen. And there, the author in that article. Und der Autor in diesem Artikel. Refuses to speak against weigert sich gegen the words under God in the Pledge of Allegiance unter die Worte under God, unter Gott und diesen Treuschwur zu benutzen. He's spoken a lot about that subject. Er hat viel über diese Thematik gesprochen. And his conclusions are und seine Schlussfolgerungen sind partly confusing, sind teils verwirrend, but he just defends it. Aber he defends it. Defends it. Und am Schluss tut er sie einfach verteidigen. So there's no problem with these phrases. Also er sieht keine Problematiken mit diesen Sätzen. Adventism gave up their voice. Der Adventismus hat seine Stimme aufgegeben. You go and see. Man geht und sehe. What the Americans United for the Separation of Church and State says. Was diese Organisation Amerika vereinigt für die Separation oder Trennung von Kirche und Staat, was diese sagen. And they have been shouting from the rooftops. Und diese haben von den Hausdächern es rausgeschrien. They say, sie sagen, in God we trust is a religious phrase. Sagen, in Gott zu vertrauen ist ein religiöser Satz. The Adventist Association would argue it isn't. Und die adventistische Organisation würde sagen, nein, es ist es nicht. The worldly atheist association, eine weltliche atheistische Organisation, says that this is church and state. Sie sagen, das hier ist Kirche und Staat. The government is dictating to us, die Regierung tut uns diktieren, who God is. Wer Gott ist. It's not 5 or 20 gods. Und es sind nicht 5 oder 20 Götter. It's singular. Sondern es nur einer ist. It's saying to be a real American. Und es sagt uns hier, dass es ein um ein wirklicher Amerikaner zu sein. You must trust in this God. Dass man in diesen Gott vertrauen muss. And then this statement. Und dann diese Aussage. Is being posted and spread in public schools. Wird in den öffentlichen Schulen veröffentlicht und weitergegeben. And children are being taught. Und die Kinder werden dahin gelernt. That they must believe and trust in this God. Dass sie in diesen vertrauen müssen und glauben müssen. And then, und dann they go back to this history and remind us, gehen sie zurück in diese Geschichte und erinnern uns, like a good vaccine, wie mit den Impfungen, like creating a memory cell, dass wie eine Zelle ist, die sich daran erinnern kann. Exactly where these phrases come from. Und zwar erinnern sie uns, wo dieser Satz denn herkommt. So 1948. Zum Jahre 1948. The stones are crying out. Da tun die Steine bereits ausrufen. And they haven't stopped crying. Und sie haben bis jetzt noch nicht aufgehört zu schreien.
9/11, am 11. September, there's another national crisis. Gibt es wieder eine nationale Krise. And another two streams of information. Und wieder zwei Informationsströme. And this worldly atheist society, und diese weltliche atheistische Organisation, they're seeing it before it's even begun. Sie sehen es, bevor es überhaupt anfing. Based on their understanding of history. Basierend auf ihrem Verständnis der Geschichte. After 9/11, nach dem 11. September, this society puts out a paper. This society releases a paper. Diese Organisation tut eine Zeitung herausbringen. And they're saying, und sie sagen, we've been here before. It's a national crisis. Wir waren hier bereits schon vorher mal. Wir sind wieder in einer nationalen Krise. Please don't use this as an excuse to bring religion into politics. Bitte tu das nicht als eine Entschuldigung nehmen, um die Religion mit in die Politik reinzubringen. They already knew what was coming. Sie wussten bereits schon, was kommt. And you had a secondary stream. Und man hat hier aber auch noch einen zweiten Strom. I don't want to deal with that immediately. Ich möchte damit noch nicht sofort drüber sprechen. We have another principle. Wir haben ein weiteres Prinzip. Another rule. Eine weitere Regel. When was there an issue? Wann war da hier ein Problem? Over church and state. Über Kirche und Staat ging. And morality. Und die Moral. The enforcement of morality. Oder ein Durchsetzen, Erzwingen der Moral. It didn't begin here. Es fing nicht hier an. This was an issue. Das war ein Problem. Right back to the creation, original forming of the United States. Schon am Anfang, wo die Vereinigten Staaten geformt wurden. It just becomes heightened in a national crisis. Und hier in einer nationalen Krise findet es dann seinen Höhepunkt. So I want to use one of our rules. Also ich möchte eine unserer Regeln benutzen. Which is? Welche ist? If we're going to see something in our history. Dass wenn wir etwas in unserer Geschichte sehen werden. You need to take it back to the time of the end. Dann müssen wir es zurück zum Zeit des Endes bringen. Trace it through our waymarks. Und durch es überall an unseren Wegmarken sehen und erkennen. A little revision on this history. Ein bisschen hier noch eine Wiederholung an dieser Geschichte hier. There's something else they're trying to enforce. Hier ist noch etwas, was sie versuchen durchzusetzen. I'm hoping we get one vision. Ich hoffe, dass wir hier eine Version durchnehmen können. There was a mindset. Es gab ja ein Verständnis oder ein existing among some people. Welches existierte oder eine Meinung, die unter manchen Menschen existierte. When the nation was originally formed. Oder eine Einstellung, die unter manchen existierte, als eine Nation kreiert wurde. They're debating as they write the constitution. Sie debattieren, während sie die Verfassung schreiben. Because some people, denn einige Menschen, want church and state combined, wollten Kirche und Staat zusammen, and they want to understand, und sie wollen verstehen, have enforced the moral law, wie man hier mit dem moralischen Gesetz umgehen soll und es durchsetzen soll. They also, sie auch, have an issue, haben auch ein Problem, with slavery, mit der Sklaverei. So the constitution has two problems. Also die Verfassung hat zwei Probleme. First of all, als erstes, they don't realize it applies to everyone. Sie realisieren nicht, dass es mit diese Verfassung für jeden ist. Second of all, zweiten, there's elements within that debate, dass es Elemente in dieser Debatte gibt. People within that debate, Menschen in dieser Debatte, arguing that America must be recognized as a Christian nation. Die argumentieren, dass Amerika als eine christliche Nation anerkannt werden soll. This mindset, und dieses Verständnis oder diese Einstellung, whichever history we want to trace it through, und welche Geschichte wir sie sehen und erkennen wollen, nachvollziehen wollen, it's never left. Dann ist es nie links. That same original mindset, dieses ursprüngliche Einstellung. We can cut our line, können wir unsere Linie schneiden. But we could do one long line from the writing of the constitution. Aber wir könnten eine lange Linie nehmen von der, wo die Verfassung geschrieben wurde. And traced that wrong mindset, und könnten diese Einstellung durch die ganze Linie hindurch nachvollziehen. Through history. Durch diese ganze Geschichte. As if the people holding to it are one person. So wie die Menschen daran festhalten.
And there's another debate in this history. Da gibt es eine weitere Debatte, Diskussion in dieser Geschichte. We're going to discuss the issue of slavery, the secondary parable. Wir werden die Thematik der Sklaverei in dem zweiten Gleichnis behandeln. We know slavery was ended. Wir wissen, dass die Sklaverei beendet wurde. Ellen White tells us. Und Ellen White sagt uns, the mindset of slavery never left. Dass diese Einstellung in den Gedanken der Sklaverei nie wirklich weg war. That could not be erased. Also das konnte nicht weggenommen werden. So after slavery is abolished, also nachdem die Sklaverei verboten wurde, those with who believe in slavery, dann diejenigen, die in die Sklaverei geglaubt haben, found a new way, haben einen neuen Weg gefunden, to oppress, zu unterdrücken. And they introduced a doctrine, und sie fingen an, eine Lehre einzuführen, called equal, die bedeutet gleich, but separate. Gleich, aber doch getrennt. This doctrine, und diese Lehre says, sagt, we've released black people from slavery. Wir haben zwar die schwarze Bevölkerung von der Sklaverei befreit. We recognize them as equals. Wir realisieren, dass sie oder anerkennen sie als gleich. With white. Mit den Weißen. But. Aber. They're separate. Sie sind doch getrennt. And whenever they say but. Aber wenn auch immer sie sagen aber. They lose any excuse to say equal. Dann tun sie jegliche Entschuldigung verlieren, um gleich sagen zu können. You cannot say equal, but. Man kann nicht sagen gleich, aber. Or you lose equality. Sondern man verliert da die Gleichheit. Which is exactly what happened. Und es ist nämlich genau das, was passierte. This equal but separate doctrine, also diese Lehre über gleich, aber dennoch getrennt. In practice is segregation. In der Praktizierung ist dann die Trennung. A totally segregated society. Also es ist eine Gesellschaft, die getrennt ist. That all happened in the 1890s. Und das ist in den 1890ern passiert. So when they say equal, also wenn sie gleich sagen, but separate, aber doch noch getrennt, it no longer means equal. Dann bedeutet dies nicht mehr länger gleich. 1951, that begins to be debated. Das wird jetzt angefangen darüber, dass man darüber debattiert. A group of black families come together. Eine Gruppe von schwarzen Familien kommt zusammen. And they want to give their children a good education. Und sie möchten ihren Kindern eine gute Erziehung ermöglichen. The government isn't properly funding the black schools. Gute Bildung und die Regierung tut die schwarzen Schulen nicht wirklich fördern. So they wanted to send their children to white schools. Also möchten sie jetzt ihre Kinder zu weißen Schulen von weißen Kindern schicken. And they begin to sue their local district. Und sie fangen an, ihre lokalen Distrikt oder Rat zu verklagen. Because of this law, they lose. Und wegen diesem Gesetz hier tun sie verlieren. So they take it to the Supreme Court. Also gehen sie hin bis zu dem Bundesverfassungsgericht. And this is the case. Und das ist jetzt hier der Fall. Of Brown versus Board of Education. Von einem Gerichtsfall, der heißt Brown gegen die Schulbehörde. One of the most famous court cases in US history. Als einer der bekanntesten Gerichtsfälle der Vereinigten Staaten. They began it in 51, it was concluded in 54. Sie fingen 1951 an, 1954 fand das dann seinen Abschluss. The issue is segregation, racism. Und die Thematik darin ist die Trennung oder beziehungsweise der Rassismus. And in 1954, und im Jahre 1954, the government, the Supreme Court rules on their side. Das Bundesverfassungsgericht auf ihrer Seite steht. And they conclude, und sie kommen zu der Schlussfolgerung, the nation cannot discriminate, dass die Nation nicht diskriminierend handeln kann, based on the Constitution. Basierend auf der Verfassung. But, aber some among them, einige unter ihnen, some among the people, some among the people, einige unter den Menschen, do not accept this, tun dies nicht akzeptieren. And who is that? Und wer ist das? The churches. Die Kirchen. It's the churches. Es sind die Kirchen. The evangelical leaders. Die evangelikalischen Leiter. That begin to argue. Die anfangen zu argumentieren. That this violates their religious principles. Dass dies ihre religiösen Prinzipien untergräbt.
This court case und dieses dieser Gerichtsfall begins to bring about the desegregation of schools. Fängt nun an, dass diese Trennung in den Schulen aufhört. So particularly in the south, aber im speziellen im Süden, the leading evangelicals, die leitenden Evangelikalen, they don't accept this, akzeptieren dieses Gesetz nicht. They start to form private Christian universities. Und sie fangen an, private christliche Universitäten aufzubauen. Two of them. Und zwei davon. Bob Jones University. Ist die Bob Jones Universität. Liberty University. Und die andere ist die Liberty Universität. Ironically named. Der Name Liberty ist ja Freiheit, ist sehr ironisch. The key reason behind its forming. Der Schlüssel, Grund, warum diese erstellt wurde. Was that because this is a private school? Gegründet wurde, ist weil das ist eine private Schule. All those white evangelicals can send their white children. Und jetzt können die ganzen weißen Evangelikalen ihre Kinder dorthin senden. Without giving into the government desegregation. Ohne dass sie der Regierung nachgeben müssen, die jetzt hier diese Trennung zwischen Weiß und Schwarz aufhebt. Quoting Ellen White. Wir zitieren hier Ellen White. The same spirit that held black people in slavery. Der gleiche Geist, den die schwarzen Menschen in der Sklaverei festhielten. It's not dead today, but alive. Ist nicht tot, aber sondern am Leben heute. That same spirit of oppression. Und der gleiche Geist der Unterdrückung. Is still cherished in the minds of many. Wird heute in den Gedanken vieler noch gefördert. It will reveal itself in cruel deeds. Und es wird in schlimmen Taten demonstriert. Which are the manifestation, welche die Manifestierungen of their religious zeal, deren religiöses Eifers ist. Danke. And this is what the evangelicals did. Und das ist, was die Evangelikalen taten. To introduce one name, um hier jetzt einen Namen zu nennen. Jerry Falwell. Das ist Jeremy Farrell. More than any other, this is the name we need to know. Mehr als alle anderen, das ist der Name, den wir kennen sollten. One of the most leading evangelicals of that time. Das ist einer der Leiter der Evangelikalen zu der Zeit. He says about one gay church. Er sagt hier über eine schwulen Kirche Folgendes. One day they will be annihilated. Eines Tages werden sie eliminiert. And they will celebrate in heaven. Und sie werden im Himmel gepriesen werden. The angels will celebrate. Die Engel werden loben, feiern. He says, er sagt, this 1954 decision, die Entscheidung von 1954, to end segregation, um die Trennung einem Ende zu bereiten, if those Supreme Court judges, die Richter an dem Bundesverfassungsrichter, had known the word of God, wenn sie das Gesetz Gottes oder das Wort Gottes gekannt hätten, if the Supreme Court had any desire to do the will of God, und wenn das Bundesverfassungsgericht irgendeinen Wunsch hätte, Gottes Wunsch oder Gesetz nachzukommen und ihm zu gehorchen, they would never have ended segregation. Dann hätten sie nie die Trennung, Rassentrennung, geendet. This is a sermon he makes from the pulpit. Und das ist eine Predigt, die er von der Kanzel ausgibt. The facilities should be separate. Die Häuser oder die Einrichtungen sollten getrennt sein. When God has drawn a line of distinction, wenn Gott eine Linie der Trennung gezeichnet hat, we should not attempt to cross it. Dann sollten wir nicht versuchen, diese zu kreuzen oder drüber hinwegzugehen. He says, er sagt, the true black person, die wahre schwarze Person, does not want integration. Möchte gar nicht integriert werden. He realizes, er realisiert, his potential is better among his own race. Dass sein Potenzial viel besser wäre unter seiner eigenen Rasse. Ending segregation, die Rassentrennung zu enden, will eventually destroy the white race. Wird dazu folgen, dass die weiße Rasse zerstört wird. He's protecting the Jewish Christian West. Er tut hier den christlichen weißen jüdischen Westen retten oder schützen. It's another way of restating the same ideology. Und es ist eine andere Art und Weise, das gleiche Weltanschauungsbild auszusagen. You hear from Donald Trump and Steve Bannon. Wie wir sie heute von Donald Trump und Steve Bannon hören. He tells this for him terrible story. Er erzählt für ihn diese schlimme Geschichte. He says, I have a friend who's a pastor. Er sagt, ich habe einen Freund, der ein Pastor ist. And where he lives. Und wo er lebt.
Next door. Nebenan. A black couple moved in. Ist ein schwarzes Ehepaar eingezogen. And they're so disturbed by that. Und sie sind so davon genervt fast. Jerry Falwell's a spokesperson for that evangelical movement, but there's many. Jerry Falwell ist jetzt dieser Redemann für diese Bewegung und es gibt da viele. The main issue is the ending of segregation. Die Hauptthematik ist hier das Ende der Rassentrennung. And then in the 1960s. Und dann in den 1960ern. You find the civil rights movement. Haben wir die Bürgerrechtsbewegung. And now what is Jerry Falwell going to use? Und was tut Jerry Falwell jetzt benutzen? The favorite weapon of the Christian right. Und zwar die Lieblingswaffe der christlichen Bewegung. Conspiracy theories. Nämlich Verschwörungstheorien. He starts saying, er fängt jetzt an zu sagen, that Martin Luther King Jr. dass Martin Luther King Jr. is a communist spy. Ein kommunistischer Spion ist. He denounces the civil rights movement. Er tut die Bürgerrechtsbewegung ablehnen. Says it's not civil rights, it's civil wrongs. Und sagt es nicht Bürgerrechte, sondern Bürgerfalschlichkeiten. Says these civil rights leaders. Sagt die Leiter der Bürgerrechtsbewegung. They're left-wing communist spies. Sind linke kommunistische Spione. They're violating the situation in our country. Sie tun die Situation in unserem Land übertreten oder ausnutzen, to bring about violence and bloodshed. Blutvergießen und Gewalt zu bringen. And in the midst of this civil rights movement, und mitten in dieser Bürgerrechtsbewegung, they form these southern segregated schools, tun sie diese Schulen im Süden erstellen oder gründen, die die Trennung vollziehen, that are private schools, welche private Schulen sind, and therefore able to keep their white children separated, und somit dazu befähigt sind, ihre weißen Kinder von den schwarzen getrennt zu halten. But then there's a problem. Aber dann gibt es da ein Problem. The government decides, die Regierung entscheidet sich, if you're going to build these schools and segregate them, dass wenn man diese Schulen gründet oder baut und dann diese Trennung immer vollzieht, they're private, you can do that, dann sind sie privat und dann kann man das tun. But you have to start paying taxes. Aber man muss anfangen, jetzt hier Steuern zu zahlen. This becomes a huge issue. Und das wird jetzt hier ein großes Problem. Because the evangelical leaders do not want their schools having to pay tax. Denn die evangelikalischen Leiter wollen nicht, dass ihre Schulen Steuern zahlen müssen. So in the mid-1970s, also in den mitten der 1970er, they begin to come together. Fangen sie an, hier zusammenzukommen. Stating one leading evangelical. Und hier zitieren wir jetzt einen leitenden evangelikalischen Leiter. Paul Wyrick. He says we need a new political philosophy. Er sagt, wir brauchen eine neue politische Philosophie. Defined by conservatives. Die von durch Konservative definiert werden. In moral language. In einer moralischen Sprache. Moral terms. Also mit moralischen Ausdrücken. But we need to avoid religious language. Aber wir müssen religiöse Sprache vermeiden. And build a new coalition. Und eine neue Koalition aufbauen. To spread it throughout the country. Um es im ganzen Land zu verbreiten. We need to achieve political power. Wir müssen an politische Macht kommen. And then the morality of the majority. Und dann die Moral der Mehrheit. Will be able to recreate the United States. Wird es ermöglicht sein, die Vereinigten Staaten neu zu kreieren. They formed that organization. Und sie tun diese Organisation in 1979. Im Jahre 1979 kreieren. And it's known. Und es ist bekannt as the moral majority. Als die moral majority oder die moralische Mehrheit. It's even in the name. Es ist sogar in dem Namen selber innen drin. It's designed to take the morality of the majority. Es ist dazu bestimmt, die Moral der Mehrheit zu nehmen and enforce it on a minority. Und sie der Minderheit überzuzwingen. Same mindset never changed. Als die gleiche Einstellung. Diese Einstellung hat sich nie geändert. The majority keeps Sunday. Wenn die Mehrheit Sonntag hält, everyone should keep Sunday. Dann sollte jeder den Sonntag halten. If the majority of people, wenn die Mehrheit der Menschen, only want to marry someone of the opposite sex, jemanden heiraten möchte, der vom anderen Geschlecht ist, everyone must keep that moral decision. Dann müsste jeder diese moralische Entscheidung auch treffen.
Falwell says, Falwell sagt jetzt, we're in a holy war. Wir sind in einem heiligen Krieg. We need to bring the nation back to morality. Wir müssen die Nation wieder zurück zur Moral bringen. And wield influence on our government. Und wir müssen unsere Regierung beeinflussen. A.T. Jones says, A.T. Jones sagt, the Constitution is there. Die Verfassung ist dazu da, to protect the minority from the morality of the majority. Um die Minderheiten von der Moral der Mehrheit zu schützen. They begin this campaign in 1979. Und sie fangen diese Kampagne im Jahre 1979 an. In 1989, und im Jahre 1989, Jerry Falwell dissolves the moral majority. Tut Jerry Falwell jetzt diese Organisation die Mehrheit, moralische Mehrheit wieder auflösen? And he says, we've already accomplished what we set out to do. Und er sagt, wir haben bereits schon das erreicht, was wir wollten. Because in 1980, denn in 1980, we put Reagan in power. Da ist, haben wir Ronald Reagan in die Macht übergeben, sozusagen. And in 1988, oder er ist an die Macht gekommen, 1989, we placed George Bush in power. Da haben wir George Bush dann hier die Macht übergeben. The amount of political influence that party had. Und zwar, hier sehen wir diese Macht oder die Anzahl der Macht, die diese politische, the amount of power, the influence. Den politischen Einfluss, den wir hier sehen, die sie auf die Politik hatten. By the time they've placed Reagan and Bush, zur Zeit, wo sie hier Reagan und Bush dann an die Macht haben kommen lassen, they feel their work is done. Denken sie, dass ihre Arbeit jetzt damit getan ist. And I would suggest they were right. Und ich denke, dass sie damit richtig waren. Because denn our reform line started. Unsere Reformlinie fing nun an. We had Cyrus and Darius. Wir hatten Kyrus und Darius. Felix, Festus. Felix und Festus. The moral majority put them there. Die moralische Mehrheit hat sich dort platziert. And once the reform line starts, und wenn dann die Reformlinie anfängt, the judgment of America becomes inevitable. Tut das Gericht Amerika unausweichlich werden. In 1994, im Jahre 1994, it's Liberty University and Jerry Falwell. Ist es jetzt hier diese Liberty University und Jerry Falwell? That help create and release the Clinton Chronicles. Die Chroniken über die Clintons veröffentlichen. They're already using their conspiracy theories. Sie benutzen bereits ihre Verschwörungstheorien, to try to take down the Clintons. Um die Clinton zu stützen. In 1996, im Jahre 1996, Jerry Falwell launches a campaign. Tut Jerry Falwell eine Kampagne hier starten? The God Save America campaign. Und zwar diese Kampagne, die heißt Gott Gott rette Amerika. And he travels the country in that year. Und in diesem Jahr reist er in Amerika rum. Urging pastors to become involved in politics. Und tut die Pastoren dazu ausrufen, in die Politik mit einzusteigen. Neither Reagan or George Bush, weder Reagan noch Bush, fully fulfill what the moral majority wanted. Erfüllen komplett das was die moralische Mehrheit wollte. But then we come to 9/11. Aber dann, wenn wir zum 11. September kommen, and there's two streams of information. Und da gibt es dann zwei Informationsströme. One stream, ein Strom, is saying, sagt, this is the evangelicals. Dass das hier die Evangelikalen sind. This is Jerry Falwell. This is Jerry Falwell. The children of Billy Graham. Die Kinder von Billy Graham. Paul Weyrich. Paul Weyrich. Quoting them. Wenn wir sie hier jetzt zitieren. 9/11 happened. Der 11. September passierte. Because we abandoned God as a nation. Denn wir haben Gott als eine Nation abgelehnt. We backed away. We backed away. Wir sind davon abgekommen. And he abandoned us. Und dann ist hat er sich von uns abgewendet. Billy Graham's daughter. Billy Graham's Tochter. If Americans repented, wenn die Amerikaner Buße tun würden, God would reveal the plots of terrorists. Dann würde Gott diese Terroristen deutlich machen oder dass man sie sehen könnte. Before they happened. Wenn Amerika Buße tun würde, dann würde Gott aufzeigen, wo die nächsten Terroristenattacken stattfinden würden, bevor sie überhaupt passieren. He would control the weather patterns and protect us. Er würde auch das Wetter kontrollieren und uns schützen. Jerry Falwell. Jerry Falwell.
We've only begun to see the beginning of terrorism. Wir haben nur angefangen den Terrorismus zu sehen. He says. Er sagt. It's because of abortion. Und zwar ist es wegen der Abtreibung. We made God mad. Wir haben Gott zornig gemacht. It's because of those pagans. Es ist wegen diesen Heiden. Those abortionists. Diejenigen, die Abtreibung machen. And the feminists. Und die Feministen. Now you know. Jetzt wisst ihr. He's not just racist. Er ist nicht nur Rassist. He's sexist. Sondern ist auch Sexist. Because back in that history. Sondern in dieser Geschichte. Back when they're fighting the civil rights movement. Da, wenn die Bürgerrechtsbewegung vonstatten geht. They're also fighting for their version of what a family looks like. Es tun sie auch dafür kämpfen für die Art und Weise, was sie denken, wie eine Familie aussehen sollte. It's those feminists. Es sind diese Feministen. Those gays and lesbians. Diese Schwulen und Lesben. All those trying to make America secular. Alle diejenigen, die versuchen, Amerika weltlich zu prägen. He says, I want to put my finger in their face. Ich möchte meinen Finger in ihr Gesicht zeigen. And say, you helped this happen. Und sagen, du hast dazu geholfen, dass das so geworden ist. Another evangelical leader. Und ein weiterer evangelischer Leiter sagt. Pat Robertson. Nämlich Pat Robertson. Responds to him. Antwortet ihm. He says, I totally agree. Ich tue total damit übereinstimmen. The problem is, das Problem ist, we've allowed this at the top levels of our government. Dass unsere oberste Regierung das erlaubt hat, dass das passiert. Now you can go through every issue. Jetzt kann man durch jedes Thema, jedes Problem durchgehen. Hurricane Harvey. Der Hurricane Harvey. When you see hurricanes, wenn man Hurricanes sieht, what do they say? Was sagen sie? Well, if it's New Orleans, wenn's New Orleans dort passiert, they say, dann sagen sie, it's the gays and the lesbians. Es sind die Schwulen und die Lesben. God is judging them. Gott richtet sie. 9/11. Am 11. September. God is judging them. Gott richtet sie. It's the feminists. Sind die Feministen. God sends the message home. Gott tut eine Botschaft nach Hause senden. This is Kevin Swanson. This is Kevin Swanson. Unless America repents. Es sei denn, Amerika tut Buße. Unless Houston repents. Es sei denn, Houston tut Buße tun. Unless New Orleans repents. Es sei denn, New Orleans tut Buße tun. They will all perish. Dann werden sie alle verkommen. So no matter what it is, oder umkommen, ganz egal was es ist. They believe they're under the judgment of God. Sie glauben, dass sie unter dem Gericht Gottes stehen. Because at the highest levels of government, denn die höchsten Sitze der Regierung, they've separated church from state, oder die höchsten Ebenen der Regierung haben die Kirche und Staat getrennt. And failed to enforce the moral law. Und haben das moralische Gesetz nicht durchgesetzt. The mindset has never changed. Die Einstellung hat sich nie geändert. With that mindset, und mit dieser Einstellung, come conspiracy theories. Kommen Verschwörungstheorien. So 9/11 didn't happen. Am 11. September ist nicht wirklich passiert. Because America interfered in the Middle East. Denn Amerika ist in den Mittleren Osten da reingegangen. Acted unilaterally. Und hat unilateral sich benommen. In all those years and wars we talked about. In diesen ganzen Jahren des Krieges, über die wir bereits gesprochen haben. Orleans didn't come under a hurricane. Orleans ist nicht und hat nicht die Katastrophe eines Hurrikans erlebt. Because of climate change. Wegen der Veränderung des Klimas. They don't believe in climate change. Denn sie glauben gar nicht in die Klimaveränderung. And I want to deal with one more recent. Und ich möchte noch über ein Thematik sprechen, was vor kurzem passiert ist. Gun violence. Nämlich die über die Gewalt der Waffen. There can't be school shootings. Es können da überhaupt keine Massenschießerei in der Schule geben. Because of all the guns. Wegen den ganzen Waffen. I want to quote Fox News. Ich möchte hier Fox News zitieren. Which is supposed to be secular. Welches eigentlich weltlich gesinnt sein sollte. Mark Huckabee. Mike Huckabee. Speaking to Fox News. Spricht hier zu Fox News. He says it's the fault of our culture. Es ist das Problem unserer Kultur. There's school shootings. Diese Schulschießereien. Because we have created this secular culture. Denn wir haben eine weltliche Kultur kreiert. Where we've said there is no God. Wo wir sagen, dass es da keinen Gott gibt. The common denominator is not the weapon, the gun. Der gemeinsame Nenner ist nicht die Waffe. It's the hate inside the heart. Sondern es ist der Hass im Herzen. It's a loss of morality. Es ist ein, dass die Moral nicht existiert, dass sie verloren gegangen ist. It's the disconnect from God. Es ist diese Trennung von Gott. The God that would never let me do that to another person. Und denn Gott würde das nie zulassen, dass du einer anderen Person antust.
This is just not how we're hardwired. Das ist hardwired. How God is wired. Okay, das ist einfach nicht wie das so funktioniert bei dem Vater. God didn't wire us this way. Gott hat uns so nicht verkabelt in dem Sinne. So? Also? It's a secular society. Das ist ja eine weltliche Gesellschaft. Separation of church and state. Die Trennung von Kirche und Staat. And immorality. Und der Moral. The commentator. Der Kommentar. Who's sharing this clip? Wer der diesen Clip hier geteilt hat. I won't name him. Ich werde ihn nicht nennen. But he's a black South African. Also ein schwarzer Südafrikaner. And he says. Und er sagt. In response to that. Als Antwort darauf. In the 1960s. In den 1960s. God told white evangelicals. Hat Gott weißen Evangelikalen gesagt. That black and white people shouldn't mix. Dass die weißen und schwarzen Menschen nicht miteinander sich vermischen sollten. So these evangelicals are picking and choosing what they want to believe. Also diese Evangelikalen tun einfach nur sich heraussuchen, was sie glauben wollen. Or maybe God is so far away he can't hear them. Oder Gott ist vielleicht so weit weg, dass er sie nicht hören kann. Who's right and who's wrong? Wer ist richtig, wer ist falsch? The atheist is right. Der Atheist ist richtig. And? Und? One of the reasons he has such a strong argument? Und einer der Gründe, warum er so ein gutes Argument hat, is he knows their history. Ist, dass er ihre Geschichte kennt. With segregation. Und zwar über die Rassentrennung. Why is there a secular society? Warum gibt es da eine weltliche Gesellschaft? And immorality. Und diese Immoral. Because these people are smart. Denn diese Menschen sind clever. They know. Sie wissen. Not that long ago. Das noch gar nicht so lange her. All you conservative evangelicals. All diese konservativen Evangelikalen. Were fighting for segregation. Waren dafür für die Rassentrennung. So don't tell us what your God likes and doesn't like. Also sag uns nicht, was dein Gott mag und was er nicht mag. There is no Adventist voice. Da gibt es keine adventistische Stimme hier. The voice here. Diese Stimme hier. Is an atheist voice. Ist eine atheistische Stimme. Americans united for the separation of church and state. Nämlich Amerikaner vereinigt für die Trennung von Kirche und Staat. They're the ones protesting. Und sie sind diejenigen, die protestieren. They're fighting Trump today. Und sie tun heute Trump mit ihm kämpfen, gegen ihn kämpfen. You have two sides. Man hat zwei Seiten. Jerry Falwell Jr. Jerry Falwell Jr. supporting Trump. Der Trump unterstützt. And Americans united for the separation of church and state. Und dann hat man Amerika vereinigt für die Trennung von Kirche und Staat. We know. Wir wissen. Two streams. Zwei Ströme. Protesting. Protest. They're right. Dann sind sie richtig. This stream. Dieser Strom hier. They're wrong. Sie sind falsch. Adventism dies. Der Adventismus ist gestorben. No voice. Keine Stimme mehr. No protest. Kein Protest. This history. Diese Geschichte. Stones cry. Die Steine rufen hier aus. Churches. Kirchen. Completely wrong. Es sind komplett falsch. Our history. Unsere Geschichte. Adventism is more dead than ever. Der Adventismus ist noch toter wie je denn zuvor. They're not even protesting. Sie tun nicht mal protestieren. They're on the wrong side. Protestieren. Sie sind auf der falschen Seite. Because conservative Adventism is here. Denn der konservative Adventismus ist hier. I go to conservative places. Geh mal zu konservativen Orten. And they say. Und sie sagen. America is so wicked. Amerika ist so böse. It's like Sodom and Gomorrah. Es ist wie Sodom und Gomorra. All that immorality in the days of Noah. Die ganze Immoralität in Unmoral in zur Zeit Noahs. And the flood came because of immorality. Und die Flut kam wegen der Unmoral. And if that sounds accurate to you. Und wenn das für dich akkurat klingt. Take a warning. Dann lass dich warnen. You're drinking from the Ulai. Denn du trinkst hier vom Ulai. You're on the wrong side of the whole Sunday law issue. Du bist auf der falschen Seite in der Thematik über den Sonntag. And that's a death sentence. Und das ist ein Todesurteil. So if we're going to learn to protest, also wenn wir lernen wollen zu protestieren, the way Adventism should be, wie der Adventismus es eigentlich tun sollte, we need to know what side of these issues we stand on. Dann müssen wir wissen, auf welcher Seite dieser Probleme wir stehen. Understand that clearly. Und wir müssen es deutlich verstehen. We'll close. Wir werden jetzt hier abschließen. We'll review this tomorrow and finish that bottom line. Wir werden das morgen nochmal wiederholen und dann die Schlusslinie hier zu Ende bringen. I want us to see.
Ich möchte, dass wir sehen, in a time of crisis, dass in einer Zeit der Krise, you see the coming together of church and state, dass wir das Zusammenkommen von Kirche und Staat sehen, enforcement of morality, und die, das Durchdrücken der Moral. There's always two streams. Es waren immer zwei Ströme. The reason we haven't seen the true stream clearly, und der Grund, warum wir den wahren Strom noch nicht so deutlich gesehen haben, is because it's coming from stones. Ist es, weil es von Steinen kommt. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns zu einem Gebet noch niederknien. Dear Father in heaven, himmlischer Vater, thank you for today. Wir danken dir für heute. Thank you that we can, through your parables, danke, dass wir durch deine Gleichnisse understand clearly, deutlich verstehen können. We know that you are a good God, dass du ein guter Gott bist. We know you don't believe in segregation, und dass du nicht in Rassentrennung glaubst. That you don't burn people, dass du nicht Menschen verbrennst. The way that these evangelicals represent, und wie so in der Art und Weise, wie diese Evangelikalen es repräsentieren. We know that so many in the world, wir wissen, dass es so viele in der Welt gibt, reject you, die dich ablehnen, because they've been given a wrong idea of who you are, weil sie ein falsches Bild davon gegeben wurde, wie du aussiehst. I pray, Lord, that you'll have mercy on us. Und ich bitte dich, Herr, dass du Gnade uns gegenüber erweisen lässt, we have shared that wrong idea, dass wir diese falsche Idee geteilt haben. Every one of us. Jeder einzige von uns. May we, Lord, mögen wir, Herr, be able to correct that. Dies jetzt hier korrigieren. May we understand you so clearly, mögen wir dich hier so deutlich verstehen, we can represent, dass wir repräsentieren können, a view of you, dass wir eine Ansicht über dich repräsentieren können, those honest-hearted atheists, dass diese aufrichtigen Atheisten or Muslims, oder Muslime or wherever they come from, oder wo auch immer sie von herkommen, may they see that and be attracted to it, dass sie es sehen können und dazu hingezogen sie fühlen. I pray that in Jesus' name. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Amen.